Willkommen zu einem neuen Wochenvlog. Ich weiß gar nicht warum, ich habe irgendwann angefangen, immer Willkommen zu einem neuen Wochenvlog mit so einer Handbewegung zu sagen. I don't know. Jedenfalls habe ich heute Schule gehabt, ganz normal, und habe dann jetzt nachmittags die ganze Zeit mein Video geschnitten, habe gerade unter uns geguckt und jetzt lädt mein neues Video hoch, weil das heute am besten noch online kommen soll. Ich glaube, dieser Wochenvlog wird ein bisschen spannender als sonst, da ich am Samstag auf der GlowCon bin und ich freue mich schon sehr drauf. Das ist ja in Bochum, diese Beauty Convention, und ich hoffe, dass ich sehr viele von euch treffen werde. Und ja, da bin ich schon gespannt drauf. Ich kriege ja Mittwoch mein Zeugnis, dann geht es am Freitag nach Bochum. Und dann ist die Woche auch schon fast wieder rum. Seht ihr das, wie ich glänze? Wenn ihr denkt, dass ihr eine ölige Haut habt, guckt euch das an. Jedenfalls könnt ihr euch das vorstellen. Ich werde dieses Jahr mit der Schule fertig sein. Ich finde, das ist so ein komisches Gefühl, wenn ich so drüber nachdenke, dass ich einfach dann fertig bin, so. Ich meine, klar, man muss noch studieren, Ausbildung, mal schauen, ne? Aber ich finde es immer noch krass. Und ich hoffe jetzt, dass mein Video so schnell wie möglich online ist, weil viele haben mich schon gefragt, wo das denn bleibt. Ich liege jetzt schön im Bett. Und Leute, wir müssen den heutigen Tag festhalten. Ich glaube, heute ist der 24.01., wenn ich mich nicht vertan habe. Obwohl, das kann gar nicht. Am Samstag ist der 31. Also 30, 29, 28. Ist heute schon der 26.? Egal, welcher Tag heute ist. Heute ist Montag. Ich bin um 20 vor 12 im Bett. Das kommt in der Schulzeit nicht oft bei mir vor. Also irgendwie, ich bin eher so ein Mensch, der mal am Wochenende um 11 Uhr schon pennt. Aber in der Schulzeit bin ich immer so 1. Gestern so um 14:45 oder so lag ich im Bett. Habe ich es heute geschafft, so früh im Bett zu liegen. Und ich bin sehr stolz auf mich. Weiter so, weil ich muss mal darauf achten, täglich genug zu schlafen, weil 5 Stunden für Schule ist halt nicht genug. Und ich hatte auch heute den ganzen Tag nicht so richtig Kopfschmerzen. Aber kennt ihr das, wenn einfach so ein leichter Schmerz den ganzen Tag auf dem Kopf ist? Das hatte ich heute. Das ist nicht gut, liebe Leute. Also schlaft genug. Jeder muss ja verschieden lang schlafen. Also bei mir reichen so 7 bis 8 Stunden. Aber letzte Nacht 5 ist halt nicht so, ne? Heute ist Dienstag. Und wie ihr seht, ist heute etwas bei mir angekommen. Und zwar zeige ich euch, ich habe mir neue Schuhe gekauft. Das sind die Schuhe, und wenn ich jetzt mit der Taschenlampe drauf gehe, seht ihr, das reflektiert das so. Und ihr kennt diese Schuhe bestimmt. Die gibt es auch von Adidas, glaube ich, oder so. Also die haben diese Reflektoren. Ich zeige euch es am besten mal bei Snapchat. Da mache ich jetzt gleich den Blitz an. Und dann seht ihr, wie die Schuhe dann aussehen. Wisst ihr, was ich meine? Ist voll komisch. In echt sehen die gar nicht so aus, nur für Kamera. Jetzt denken sich wahrscheinlich einige von euch, Laura, warum tust du das? Du hast doch so viele Sneakers. Ich brauchte unbedingt Laufschuhe, weil ich war vor ein paar Tagen joggen. Das habe ich euch ja erzählt. Und die Schuhe, die ich anhatte, das war wie Socken. Es hat sich so angefühlt, als wenn ich einfach auf dem Boden laufe mit meinem Fuß einfach. Und da ich mich mit Laufschuhen nicht so auskenne, habe ich so ein bisschen recherchiert. Und viele haben diese Pegasus, Zoom Pegasus empfohlen. Und dann habe ich gesehen, dass die bei Nike im Sale waren. Also die waren von 120 Euro auf 72, glaube ich, reduziert. Dann habe ich einen Gutscheincode gefunden. Ich schreibe euch alles mal in die Infobox, falls ihr euch auch was kaufen wollt. Irgendwie Sparwelt 20 oder so. Habe nochmal 20% bekommen. Und habe im Endeffekt, glaube ich, 58 Euro oder so gezahlt. Also fand ich super. Deswegen dachte ich, zeige ich euch das mal. Und ich denke, ich gehe heute dann joggen, um die direkt auszuprobieren. Und dann kann ich euch später auch erzählen, wie die sich anfühlen, weil das weiß ich bisher noch nicht. Und ich habe übrigens auch im Internet herausgefunden, dass man, ich weiß nicht, ob das bei allen Marken so ist, aber auf jeden Fall bei Nikes, die fallen ja generell ein bisschen kleiner aus. Ich habe immer 41 und die passt mir auch immer. Und in den Schuhen habe ich jetzt 42 genommen, da sonst halt so der Zeh eingedrückt werden kann und dann kriegt ihr so diese Blutergüsse auf dem Zeh und das ist nicht so cool. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt 100% richtig erklärt habe. Bei Laufschuhen 1-2 Größen stand im Internet. Deswegen 42 und die fühlen sich auch super an. Also werde ich später dann sehen, ob ich mich richtig entschieden habe. Ich glaube, es gibt auch noch eine ganz kleine Hoffnung für meinen Schlafrhythmus. Es ist 22:45 und ich liege im Bett und bin auch schon müde. Das heißt, ich werde gleich irgendwann einschlafen. Also ich war vorhin mit Iloni und Mutti ein bisschen einkaufen und dann war ich mit Freundinnen Cocktails trinken. Ich hatte so eine Caipirinha-Version halt ohne
Alkohol, you know. Und das war voll lecker. Ich liebe das. Ich nehme das immer, egal wo. Also bei Hand im Glück heißt das Mosquito. Ich weiß nicht, manchmal heißt das Mojito, manchmal heißt das Caipirinha. Ist das nicht eigentlich das Gleiche? Hat jemand von euch da so die Ahnung? Also morgen habe ich eine einzige Stunde und zwar hole ich dann mein Zeugnis ab und es ist dann mein vorletztes Zeugnis und ja, dann fängt schon mein letztes Halbjahr an. Guten Morgen, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich war ja nur für eine Stunde da. Wir haben ja unser Zeugnis bekommen, dann haben wir noch Promiraten gespielt und dann war's das. Also ich wusste ja schon alle Noten und jetzt das nochmal so alles auf Zeugnis zu sehen, ich bin eigentlich zufrieden dafür, dass ich halt teilweise nicht so viel für die Schule mache, ist es wirklich klasse. Ich werde jetzt nicht mein Zeugnis, alle Noten euch vorlesen und auch nicht meinen Schnitt, weil ich finde das blöd. Ich mag das nicht, dass sich Leute ständig immer vergleichen wollen. Deswegen sage ich das einfach nicht. Ich bin damit zufrieden und gut ist. Ihr solltet auch mit euren Noten zufrieden sein, wenn ihr euer Bestes gegeben habt, dann ist doch alles super. Guten Morgen, es ist glaube ich jetzt gerade 22:45, pipapo. Und Ilona und ich haben beide gestern relativ, obwohl ich weiß gar nicht, wie spät sie schlafen gegangen ist, aber ich lag schon relativ früh im Bett. Und dann habe ich heute nicht mal bis 9 gepennt. Und das ist wirklich sehr gut. Manche denken sich so, okay, vielleicht hast du gar nicht ausgeschlafen. Aber ich hasse es immer, samstags und sonntags bis 11:12 zu schlafen, weil irgendwie ist der Tag immer so schnell vorbei. Und ich war heute um 8 Uhr irgendwas wach. Ich habe schon gefrühstückt und hab Ilona die Haare getönt, also so einen Toner reingemacht. Und heute müssen wir auch noch meine Haare tönen. Und jetzt werde ich die ganzen Kostüme für die Mottowoche ausprobieren. Und werde gleich nochmal dann gucken, was ich auf Glowcon anziehe, weil wir morgen schon nach Bochum fahren. Und am Samstag sind wir ja schon auf Glowcon. Das heißt, erstmal werde ich jetzt die ganzen Mottowochenkostüme ausprobieren, weil am Montag fängt die Mottowoche schon an. Und da ich jetzt am Wochenende weg bin, wäre es ganz cool, vielleicht die jetzt schon auszuprobieren. Und ich fange dann an und teste meine Sachen. Und ich freue mich schon voll auf die Mottowoche. Ach genau, und ich muss noch meinen Wochenvlog schneiden, weil heute wollte ich auch noch einen Wochenvlog hochladen, da ich ja wieder ein bisschen zeitlich hinterherhänge. Wollte ich die jetzt mal schneiden und alle nacheinander hochladen. Seht ihr das? Eine von meinen Kontaktlinsen ist durchgerissen. Hier habe ich die Kontaktlinse drin. Das ist meine Augenfarbe. Jetzt kann ich die andere nicht reinmachen und ich brauche die am Montag. Schmeckt's? Ich gucke übrigens mal wieder Fernsehen. Und was natürlich? Unter uns, aber gerade ist Werbung. Kitty, was soll das? Schmeckt's? Also man kauft ja immer diese Masken, die in so einem Doppelpack sind, ne? So. Da steht nur auf der einen Seite der Titel. Und wenn man dann zum Beispiel dieses hier benutzt, wo die Anwendung draufsteht, ich benutze jetzt lieber das hier als erstes, das ist schlauer. Weil hier steht das drauf, wie man das benutzen muss und ich gucke das immer nach, weil ich irgendwie Angst habe, dass ich irgendwas falsch mache. Und wenn man dann das hier als erstes benutzt, steht das ja hier nicht mehr drauf. Und nicht nur so, okay, danke. Ich habe gerade meine Kamera in der Hand genommen und wollte euch die Peel-Off-Maske zeigen. Dann ist die Kamera mir aufgeklappt, mit dem Bildschirm auf den Boden gefallen. Jetzt habe ich da einen Riss drin. Richtig cool. Aber zum Glück geht der Bildschirm noch. Da ist halt jetzt leider so Spider-Dings drin. Ich mache jetzt mal die Maske ab. Ich fange mal hier so an. Bäh. Puh, das ist ja voll komisch. Seht ihr das, als ob ich mich häute wie so eine Schlange? Das sieht jetzt ganz eklig aus. Sieht das schön aus. Ah, so funktioniert das richtig, liebe Leute. Benutzen manche Leute von euch sowas regelmäßig? Es nervt ja richtig, die abzumachen. Mir hat die Peel-Off-Maske nicht so gut gefallen. Also ich finde, meine Haut fühlt sich ganz gut an, aber nö, dieses komische Abziehen fand ich nicht so cool. Wir sind gerade in Bochum angekommen und das ist unsere Aussicht hier direkt hinter mir. Ich sitze hier auf der Fensterbank und Ilona findet das so Tumblr, aber ich sitze hier einfach drauf. Und nee, das ist richtig Tumblr, weißt du, das ist so wie du dich immer drüber aufgeregt hast, dass ich auf unserem Küchen... Ja, aber das ist ja besser als auf der Küchenfläche zu sitzen. Ja, aber darf ich selber da drauf sitzen. Ja. Aber wir haben ja gemerkt, dass das bequem ist. Ja, HDF. Seht ihr das, was ich für eine schöne Frisur habe?
Ich habe mir die geflochten. Ist auch so Tumblr, passend wie ich hier sitze. Jedenfalls fahren wir gleich kurz nach Dortmund und treffen uns mit Linda. Das ist keine YouTuberin, einfach eine Freundin von mir. Darf ich sagen, Linda? Ich habe gesagt, eine Freundin von Laura. Nee, also du darfst ruhig sagen, dass die Linda heißt. Ich möchte sie nicht in die Öffentlichkeit. Nee, Linda findet das schon okay. Und auf jeden Fall treffen wir uns mit der und dann gehen wir lecker Sushi essen und da freue ich mich schon so drauf. Und ich zeige euch ganz kurz im Schnelldurchlauf das Hotelzimmer. Hier so ganz schnell das Bad, weil ihr es wahrscheinlich sowieso bei allen YouTubern gesehen habt. Hier ist ein cooler Spiegel. Seht ihr hier wieder mein Faded Pullover an. Und hier ist mein kleiner Koffer. Da ist die Dona auf dem Bett. Hier ist es, hier ist das schöne Doppelbett. Hier ist ein langer Schreibtisch. Ja. Hier ist ein großer Spiegel. Das finde ich auch sehr cool. Das findest du sehr cool? Ja, der ist schön irgendwie. Also ich finde so der Abstand so. Hast du so einen für dein Zimmer? Das ist hier eine Lampe, Gardinen. Ein Sessel, Stuhl, wie auch immer. Hier, das ist typisch Laura. Nicht Sachen normal hinlegen, nein, man muss immer alles so hinschmeißen. Einfach so. Hier ist mein Handy. Dann fragen mich alle, woher ich diese Handyhülle habe. Die ist von H&M. Die hat Julia mir ins Tauschpäckchen gepackt. Und das ist unsere Aussicht. Da seht ihr den Hauptbahnhof. Das ist Bochum. Oh, voll das schöne Licht hier. Ich glaube, ich mache hier erstmal ein paar Selfies. Wir sind jetzt beim Maki Maki. Und das ist mein Sushi. Das hier sind so süße Rollen. Und da freue ich mich drauf. Du musst nicht die Schale mitessen. Wie macht man das? Du musst nur die Bohnen raus essen. Auf jeden Fall ist das hier das Sushi von Ilona. Boah, das hier sieht so geil aus mit diesen Tröpfchen da drauf. Wieso hast du sowas nicht? Und das hier ist Linders. Ich bin gerade in meinem Edamame verschluckt, okay. Ist okay. Hier ist Edamame. Oh, die ist so lecker gesalzen. Mhm. Also das hier ist die Dortmunder Innenstadt. Hier sieht man auch direkt vorne rechts. Und auf jeden Fall dann ganz da am Anfang ist jetzt so ein, ist der neu oder? Leute, also Live-Test. Auf jeden Fall gibt es da so einen English-Shop. Und da gibt es halt ganz viele Sachen. Wir dachten gerade, wir sind in England. Und jetzt haben wir Golden Oreos. Darf ich einen? Mmh. Wow. Ich hab doch selber welche. Ja, fest. Sind sie auch jetzt? Jonas? Jetzt schon? Was? Sind ja jetzt eher auch. Ich hab jetzt hier das erstmal. Nee, dann nicht. Was hast du denn hier? Zeig mal. Das schmeckt richtig lecker. Marshmallow Square. Oh, das schmeckt voll geil. Das ist aber nicht so lecker. Ich dachte, das wäre so Schokolade. Ja, das sieht doch lecker aus. Ich finde das auch geil aus. So, wir sind jetzt wieder zurück im Hotel. Und ich esse jetzt meine restlichen... Ach, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Ich habe mir in der Tiergalerie so Granatapfelkerne geholt. Ich finde die mega lecker. Ich esse die auch total gerne, aber ich hasse es, so einen Granatapfel zu schälen und so. Deswegen habe ich mir den hier gekauft. Ich hatte so Lutschbonbons. Die heißen Lifesavers, aber ich habe davon irgendwie Zahnschmerzen bekommen. Wann kaut man den Bonbon einfach? Und meine Zähne sind ein bisschen empfindlich, deswegen habe ich jetzt Zahnschmerzen und habe die restlichen Emma geschenkt, weil wir haben die gerade noch getroffen. Wir haben uns jetzt abgeschminkt und sind im Bett. Hä, wie habe ich dich da angeguckt? Weiß nicht so. Ich habe dich ganz normal angeguckt. Wir haben so drüber nachgedacht. Es sind gerade so ganz viele YouTuber im Hotel. Aber wir haben irgendwie niemanden gesehen. Nee, außer Emma. Nur Emma. Freust du dich schon auf morgen? Weiß nicht. Ich finde sowas ja immer schwer, ne? Ja, ich bin auch immer so ein bisschen überfordert, so andere YouTuber zu sehen. Aber du kannst sehen. Sowas noch besser als ich. Ja, aber also andere YouTuber zu sehen und auch so ganz viele Zuschauer. Und ich sag euch, also, Sonntag wird der Tag, ich werde nur in meinem Zimmer sein. Ja, das war zu viel Menschennähe für Ilona. Sonntag, ich werde einfach meine Tür zumachen. Versuchen wir zu reden. Ich werde kein Wort mehr mit der reden. So, wir werden uns Montag erst wieder. Das fällt so Ilona und sie ist nur so. Laura. Nur so. So pretty, das ist. Ja, mäßig. Mäßige was? Oh, Ingsnies! Hallo, lass die doch kurz rein, die Arme. Hi, what's that cheek? Voll schön aus. Ja, die Bonbons sind voll lecker. Echt? Ich habe so Zahnschmerzen davon, ne? Und die halbe Seite hier. Hier? Ja, aber vor allem ich hier so. Hauptsache, man drückt da einfach nur so. Auf jeden Fall werden wir gerade zu der Glow gefahren und ich freue mich so drauf. Und Ilona auch. Wir sehen uns dann dort. So, ich bin hier gerade
in der Garderobe mit ganz vielen coolen YouTubern und so. Das war's auch schon, mehr wollte ich nicht zeigen. So, ich bin jetzt gerade bei meinem Meet and Greet. Es sind alle Leute weg. Aber da ist Julia. Hi. Hi. Es waren gerade schon ganz viele Leute da und jetzt gerade warten wir, wann die nächsten kommen. Jetzt kann ich über meine Nägel reden. Ich weiß nicht, ob ich die schon gezeigt habe. Ich habe mir so von Essence solche Click-and-Go-Nails drauf gemacht. Macht mal einfach drauf. So sehen die aus. Ich zeige die lieber nicht so genau in die Kamera, weil die sind ein bisschen krumm und schief drauf. Das ist so komisch, Nägel zu haben. Ich bin die ganze Zeit so... Oh, da ist Jennifer mit ihrer Schwester. Ich warte mal, bis die hinkommen. Ich bin jetzt hier beim Meet and Greet. Und jetzt muss auch hier hinkommen. Und Jennifer ist auch hier. Hallo. Die hat die schon ewig nicht mehr gesehen, weil ich die schon ewig nicht mehr gesehen habe. Ja. Und heute sehen wir uns auch nicht so richtig. Nein, ne? Aber ich möchte gleich nach meinem Meet and Greet auf jeden Fall mal hier über die Glowcon gehen, weil das habe ich bisher noch nicht geschafft. Wann ist zu Ende? Wann das Meet and Greet vorbei ist? Von 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr, glaube ich. Hier ist Essie. Hier ist Ilona. Guten Morgen, heute ist der Tag nach der Glow und wir sind schon wieder zu Hause. Und ich habe mir gerade Frühstück gemacht und viele von euch hatten sich gewünscht, dass ich das mal häufiger zeige in meinen Wochenvlogs, also was ich esse. Und zwar einmal Haferflocken mit Kakao, Kokosraspeln, Hafermilch und obendrauf eine Banane und noch eine Mango. Ich gucke jetzt das neueste Video von Emma, die besten Dinge aus dem Januar, also ihre Favoriten. Und ich werde heute meine Januar-Favoriten drehen. Und ich muss meinen Koffer ausräumen, weil das habe ich noch nicht getan. Und ich zeige euch gleich mal, ich weiß gerade nicht, wo sie ist, ich glaube da hinten, was in der NYX Goodie Bag drin war. Ich glaube, das interessiert euch. Hier seht ihr die schöne NYX-Tasche. Ich zeige euch jetzt mal den Inhalt. Hier ist übrigens noch ein Geschenk drin, was wir bekommen haben. Das war richtig süß. So ein Briefchen. Vielen Dank nochmal an Laura, hieß sie, glaube ich. Ich fand's richtig cute. Und jetzt kommen wir zu den NYX-Sachen, worüber ich mich am meisten freue. Endlich die NYX Highlight in Contour Pro Palette. Also hier oben sind die Contouring-Farben und unten. Dieses hier ist auf jeden Fall ein glitzernder Highlighter. Ich weiß nicht, wie es bei dem hier ist. Aber diese sind auf jeden Fall matt. Ich liebe ja so Contouring-Zeug und freue mich, das zu testen. Und da machen wir auch direkt weiter, weil es gibt auch diesen Wonderstick, den ich schon ewig testen wollte. Das ist halt so ein Stift. Oben so Concealer, Highlighter und unten diese Contourfarbe. Hier ist ein Pore-Filler, also so eine Base. Wird wahrscheinlich so ähnlich sein wie Benefit the Professional. Ich liebe solche Sprays, also diese Fixing-Sprays, die man am Ende drüber macht. Ein Matte Finish Setting Spray ist das. Long Lasting steht auch extra drauf. Dann habe ich so eine, das ist so eine bunte Color Correcting Concealer Palette. Ilona hat diese mit den warmen Farben, die ich auch ausprobieren möchte. Die werde ich mir von ihr mal klauen. Da sind nämlich so ganz viele wärmere Concealer Farben drin. Und hier sind jetzt halt so bunte. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wofür man welche Farbe benutzt. Das muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann habe ich einen Brow Pencil in der Farbe Blonde. Leider nicht meine Farbe. Den werde ich auf jeden Fall morgen verwenden, weil morgen fängt meine Mottowoche an. Und für den ersten Look brauche ich ein bisschen hellere Augenbrauen. Ah, das ist mit so einer ganz, ganz kleinen Spitze. Seht ihr das? Das finde ich interessant. Dann habe ich hier einen Lidschatten. Das ist die Farbe Girl Talk. Der sieht auch richtig schön aus. So ein rosa schimmernder Ton. Dann sind richtig schöne Wimpern dabei. Ich wusste gar nicht, dass NYX so welche im Sortiment hat. Die sehen so ein bisschen aus wie die Demi Wispies von Adele, die ich immer benutze. So, jetzt fallen sie runter. Das sind die Wicked Lashes Be Wicked. Dann sind hier noch so ein paar Stifte. Das hier ist als erstes so ein Kajal in so einem lila schimmerigen Ton, bläulich bisschen. Dann ist hier ein Lippenstift bei, den ich sehr interessant finde. Und zwar ist das so eine bunte Farbe. Und das ist nämlich die Farbe.
So ein Blau. Und den werde ich jetzt direkt auftragen. Das ist der jetzt aufgetragen. Ist auf jeden Fall richtig gut pigmentiert. Und der hat so ein bisschen so Schimmerpigmente drin. Also ich mag ja solche bunten Lippenstiftfarben. Ich weiß noch, als ich... hier ist zufälligerweise so ein Bild von einem Lippenstift, der genauso aussieht. Seht ihr das? So ein lila. Habe ich ja von Ilona zum Geburtstag bekommen. Und dann habe ich den im Video aufgetragen. Alter, was da in den Kommentaren abging. Alle so, boah, der Lippenstift ist so hässlich. Wie kann man sowas tragen? Ich finde sowas ganz cool. Das muss ich aber jetzt abmachen, weil noch zwei Lippenstifte kommen. Das ist einmal die Soft Matte Lip Cream in der Farbe Kopenhagen. Die werde ich jetzt auftragen. Und dann gibt es irgendwie noch neue Produkte. Also ich habe die bisher noch nicht gesehen. Das sind diese Cream Lipsticks. Also ich glaube, das geht so in die Richtung Liquid Lipsticks von Anastasia Beverly Hills. Das ist auf jeden Fall die Farbe LSCL12. Oder auch, da steht drauf, Vintage Retro. Die Zuschauerin hatte den auch drauf. Ich weiß gerade gar nicht, ob das zufälligerweise die gleiche Farbe ist. Weil die hatte den drauf und ich so, oh mein Gott, was hast du für einen schönen Lippenstift drauf? Wo hast du den her? Es war auf jeden Fall auch einer von diesen Liquid Lipsticks. Das ist jetzt die Farbe Kopenhagen von den Soft Matte Lip Creams. Wie ihr sehen könnt, ist das halt so ein bäriges Rot, was halt eher so ein bisschen heller ist. Also es ist nicht ganz so dunkel. Hier nochmal eine Nahaufnahme. Den finde ich richtig schön. Der sieht so ein bisschen so aus wie Mockalicious von Wet n Wild, den ich immer trage. Den finde ich richtig cool. Also das ist wie gesagt von NYX Liquid Cream Lipstick in der Farbe Vintage Retro. So sieht der aus. Ist halt eher so ein bräunlicheres Rot, was ich so schön finde. Ich werde jetzt mein Zimmer zu Ende aufräumen, also alle Sachen aufräumen. Da liegt noch mein Koffer, der noch nicht fertig ist. Und dann schauen wir mal, was ich da mache. Kitty braucht irgendwie gerade besonders viel Liebe. Bibi, guck mal in die Kamera. Ich glaube halt... Hi. Sie mag das immer, wieder nach unten zu pendeln. Jetzt waren wir das Wochenende nicht da. Dann hat sie nur unten gechillt. Jetzt denkt sie sich so... Endlich wieder streicheln. Ja, Mama streichelt sie auch. Ja, aber nicht so, wie wir sagen. Kitty chillt eine Runde mit Kaki. Ich glaube, sie mögen sich. Das ist übrigens von Moodrush. Da haben mich so viele Leute gefragt. Dieses Kissen ist von Moodrush. Das hat Ilona irgendwann mal zugeschickt bekommen und mir dann geschenkt. Ich habe gerade meine neue Bettwäsche dran gemacht. Und natürlich Kaki und mein Husky müssen auch immer am Start sein. Und das ist die neue Bettwäsche. Die habt ihr in meinem Wochenblog gesehen, als wir bei Ikea waren. Mit diesem, ich dachte, es heißt Parsley, aber es heißt Paisley-Muster. Ist ja auch fast das Gleiche, aber ich finde es voll schön. Ja, so sieht's aus. Oh, das ist die falsche Funktion. Hier haben wir wieder, wie heißt das nochmal? Fischei. Also ich habe vorhin Sport gemacht, habe geduscht und jetzt habe ich was zu essen gemacht. Und Ilona ist auch gerade am Essen machen. Hier ist schon mal mein Salat, da sind so verschiedene Sachen drin, wie ihr sehen könnt. Und dazu koche ich mir Kartoffeln, die ich dann mit Ketchup esse. Ketchup? Ketchup.